und Mykonos. Zwei Seiten derselben Münze. Delos, der heilige Geburtsort von Artemis und Apollon. Und Mykonos, wo die Leute alles tun, was auf Delos verboten ist. Lies es mir noch einmal vor. Söldner mit dem Adler, das bist du. Podarkes, der grausame Herrscher von Delos, stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine Unersättliche. Ja, seine unersättliche Macht hier. Podarkes gehört zu Ihnen, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass der Wind dich schnell zu unserer Küste führen wird, Söldner. Unser Volk leidet. Unterzeichnet mit Kyra. Wir kommen gerade rechtzeitig, um zu helfen. Siehst du, Poseidon wollte dich nicht ertränken. Er brachte dich nur dorthin, wo du gebraucht wirst. Und das aggressiv. Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Podarkes scheint ein grausamer Mann zu sein. Schlimmer noch. Ich hörte von einer Familie, die mit den Abgaben für die Götter im Rückstand war. Podarkes schickte seine Männer und raubte die Kinder aus ihren Betten. Als ihre Eltern aufstanden, um die Tiere zu füttern, bemerkten sie, dass die Tiere bereits gefüttert wurden mit den Leichen ihrer Söhne. Je eher ich dieses Monster zu Hades schicke, desto besser. Sogar Hades würde vor ihm erschaudern. Es ist, nett hier. Diese Inseln haben eine Riesengeschichte. Wir haben keine Zeit, Barnabas. Ich meinte, Mykonos hat tatsächlich eine Geschichte, die mit Riesen zu tun hat. Apollon war einst mit Hyperboreern aus dem verschneiten Norden befreundet. Eines Tages schickten sie zwei Jungfrauen und fünf ihrer Männer nach Delos, um dem Sohn des Zeus zu opfern. Sie wurden nie wieder gesehen. Und Mykonos? Die Insel besteht aus den Leichen der Riesen, die der legendäre Herakles erschlagen hat. Ich werde vergesslich. Was stammt auch gleich in der Nachricht? Söldner mit dem Arm. Die Kurzfassung, bitte. Sorry, ich muss lachen. Podarkes. Grausamer Herrscher, machtgierig, gute Bezahlung, Rebellen, das Volk leidet. Ich begrüße euch jetzt. Hallo, willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Und ich habe mir beschlossen, die Aufgabe paradiesisches Problem zu übernehmen. Da sollten wir, glaube ich, auch einer von diesen komischen Sektenanführern da killen. Sag schnell, ach Mensch, das ist, wenn man was anderes spielt und dann dessen, dann kommt man durcheinander. Ja, da wird auch einer von denen sein und den wollen wir den Arsch aufreißen. So schaut's aus. Okay. Ich sollte erstmal diese Kyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Ach, das war Kephallenia. Und es war vor allem deine Schuld. Haha, Chere, Alexios. Chere, Barnabas. Chere. Ja, war klar. Jetzt müssen wir sie suchen und finden. Ja. Die wird schon nicht weit weg sein. Ah, ich wollte mit euch jetzt mal kurz in diese Höhle rein und zeigen, wie schön sie ist. Die ist echt schön. Wie man sieht. Das ist eines der Verstecke. Herrlich, ja? Durchsuchen. Wirklich schön. Auch sogar unter Wasser ist es hier echt herrlich. Na, man findet auch hier ein paar Sachen. So,
Jetzt gehen wir wieder nach oben. Hier wachsen sogar Pilze, die leuchten. Das ist herrlich. Eigentlich muss ich woanders hin, aber ich wollte euch einfach das hier mal zeigen. Kleinen Ausschnitt. Sammle jetzt hier noch ein bisschen was ein. Ach, trockne mich danach ein bisschen ab. Dann treffen wir die Rebellen. Ich suche nach einer Frau namens Kyra. Ich habe ein Hilfegesuch von euch erhalten. Verfehlt. Willst du spionieren, Athena? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. Ich bin ein verkleideter Gott, das wäre natürlich auch was. Sehe ich etwa aus wie ein Spion? Hodakis und seine Männer haben uns gnadenlos gejagt und brutal ermordet. Seine Spione sind überall. Er wird nicht ruhen, bis alle seine Gegner tot sind. Wir sind alles, was vom Widerstand übrig ist. Leben kämpfen. Und es könnte die letzte sein. Und plötzlich hörst du hier auf. Deswegen bin ich hier. Das ist ein Zeichen, oder? Du bist der Söldner mit dem Adler des Zeus. Bitte verzeih mir. Es sind gefährliche Zeiten für alle, die Krieg gegen das Athena-Imperium und den Delisch-Attischen Seebund führen. Ich bin Kyra. Kyra, wollen wir uns ein bisschen kühlen? Ich weiß, ich bin da ganz sauber, aber mei, was soll's? Ist ja schon. Ich dachte, Delos sei das Herz des Delisch-Attischen Seebundes. Athens ganzer Stolz. Waren wir. Bis Athen die Seebundkasse von Delos fortschaffen ließ. Wieso? Um eine Statue von Athena zu bauen, die Apollon beleidigt. Das Volk hat Podarkes angefleht, den Schatz nicht den Athenern anzuvertrauen. Doch seine Machtgier hat ihn für die Wünsche des Volkes taub gemacht. Wenn es so miserabel läuft, warum verlässt Delos den Seebund dann nicht? Podarkes schickt Athener Soldaten, um Geld von uns einzutreiben. Sobald kein Geld mehr fließt, machen Athenas Schiffe unsere Insel dem Erdboden gleich. Du hast von Podarkes geschrieben. Ich werde ihn finden. Sein Haus ist an der Küste, nördlich der Stadt Mykonos. Aber er wird schwer bewacht. Wir sind nie ohne schwere Verluste auch nur in seine Nähe gekommen. Deshalb habe ich dich gerufen. Naja, ich bin ja auch eine Ein-Mann-Armee, ne? Ich gehe da rein, mach Schnitzel, die Schnatzel und alle sind weg. Ja. Wenn sie nicht in Teilen auf dem Boden liegen. Ich kam, um euch gegen einen Mann zu helfen, nicht um Krieg zu führen. Deshalb hat sich unsere Rebellion nicht nur an den mächtigen Alexios gewandt, sondern auch an Sparta. Podarkes hat das andere Lager entdeckt und lässt es von Athena Soldaten angreifen. Malakka! Deine Rebellen sind zu betrunken, um zu kämpfen. Überlass die Soldaten mir. Wenn du glaubst, ich ließe mir die Gelegenheit, den Gen Athena zu töten, bist du der Betrunkene. Okay. Dann schau, was es hier noch gibt und dann geht's los. Achso, ich muss jetzt schon hinterher. Was für ein Käse. Ich muss schon mal schnell hier gucken. Ist hier was? Hallo, ist hier was? Ah, okay, komm, ich gehe jetzt hinterher. Wahnsinn. Alos.
Sollte er Mist. Ach! Jo. Junge. Komm jetzt. Komm, was ist los? Ach, das war zu spät, egal. So, jetzt da. Ja, Sparta! Schön haben wir es gemacht. Alter, flieg doch nicht weg. So. Ja, da kommt das Blut in Wallung. Ich sollte mit dem Spartaner reden. Hey, Spartaner. Ah, gut gekämpft, Kyra. Du auch, Spartiat? Ja, so ungefähr. Das war ich, aber das ist schon lange her. Einmal Sparta, immer Sparta, Fremder. Wie heißt du? Das ist Alexios. Ich habe dir von ihm erzählt. Man nennt mich Thaletas. Ich war der Polemarch der Spartaner hier. War? Unsere Schiffe wurden versenkt, die Feldherren getötet. Nur ich und 12 andere sind noch übrig. 12? Wir alle haben Freunde im Krieg verloren. Und wir werden später um sie trauern. Sie hat recht. Wir sollten hier nicht herumstehen, getränkt in Athena Blut. Im Versteck sind wir sicher. Lasst uns dort reden. Kommst du jetzt mit zum Versteck oder triffst du uns später dort? Ich komm mit. Aber da gibt's doch was mit Blündern. Ah, ich komm mit. Vergeuden wir keine Zeit. Wir gehen jetzt zum Versteck. Wie lange, bis Podarkes uns findet? Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrotera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten die Tür ein und rammen ihm unsere Speere ins Gesicht. Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist im Kampf an Land unüberwindbar. Nicht, wenn ihr nur 12 Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir. Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem Kopf denken. Ihr versteckt euch nur in Höhlen und lauert im Schatten. Wir kamen nicht, um uns zu verstecken. Wir sind hier, um zu kämpfen. Und das werden wir. Doch wir sind in der Unterzahl. Wir müssen strategisch vorgehen. Alexios, was glaubst du, was wir tun sollten? Ja, strategisch. Kyra hat recht. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Hierher zu kommen war Selbstmord. Meine Männer sind am Strand. Und dort gehe ich auch hin. Thaletas, geh nicht! Komm zu mir, wenn du beschließt, diese Rebellion tatsächlich gewinnen zu wollen. Spartaner.
Lass gut sein. Er beruhigt sich, sobald er sich abreagiert hat. Aber ich bin froh, dass du mir zustimmst, Alexios. Triff mich am Tempel der Artemis. Dort können wir besprechen, wie wir gegen Podarkes vorgehen. Mir gefallen deine Schenkel. Oh, habe ich das laut gesagt? Das wird eine lange Rebellion werden. Quest abgeschlossen. Und gleich eine neue Quest dazu. Mehrere Quests dazugekommen. Ich hab's gewusst. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir gleich was starten oder ob wir das hier... ich schau jetzt mal hier ein bisschen rum. So, sprechen wir mal mit Kyra, diesen Tempel hier. Zuvor habe ich natürlich noch ein kleines Lager hochgenommen. Das habe ich nebenzu gemacht. Da drüben müsste ich diesen Typ umbringen, aber da habe ich jetzt keine Lust, weil ich jetzt wissen möchte, was sie uns zu sagen hat. Alexios, wie schön, dass du da bist. Schön, dass du nicht wieder ein Messer auf mich wirfst. Ich weiß, du kommst von so weit her und ich bin so grausam zu dir. Tja, du warst nicht die Erste und ganz bestimmt wirst du nicht die Letzte gewesen sein. Wir Delia sind ein nettes Volk. Oder wir waren es zumindest. Vor ihm. Podarkes. Dieser Mann jagt mich schon mein ganzes Leben. Podarkes und andere wie er wollen mich und meine Familie töten. Er ließ meine Familie hinrichten, als ich noch sehr klein war. Ich lebte auf der Straße, wurde von Jägern, Kriegern und Söldnern wie dir erzogen. Die sind jetzt meine Familie. Und eines Tages schieße ich einen Pfeil in sein schwarzes Herz. Einen für jede delische Familie, die er zerstört hat. Dann lass uns diesen Jäger zum Gejagten machen. Und was machen wir mit seinen Wachen? Soldaten brauchen zwei Dinge. Ein Schwert in der Hand und Essen im Bauch. Nimm ihnen beides und das Problem ist gelöst. Die Kundschafter haben berichtet, dass Podarkes Vorräte und Waffen in den Ruinen auf Delos gelagert werden. Ich gehe nach Delos, finde die Lager und werde sie zerstören. Ja, und somit hat er dann auch keine Wachen und so. Nicht wirklich. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Daher, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Übrigens habe ich einen Stufenaufstieg gehabt. Und das sieht man hier in meinem Inventar. Ich bin in Stufe 27. Ich habe gleich einmal hier was hochgewertet. Die zwei Sachen. Für mehr hat es nicht gereicht. Und eine Waffe. Die habe ich auch gleich graviert mit 20% Schaden mit Fähigkeit Spartanertritt. Ist gut, weil den habe ich eh. Hier habe ich die Gesundheit mit reingehauen und hier auch, warum auch nicht, ne? Dann sage ich, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal, euer Infected Delta. Ah ja, und ihr bleibt übrigens auch gesund, ne?